Ahu, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sunkenland mit eurem Erik Vikingson und natürlich mit unserem Garantelbart. Ihr seht schon, es ist Tag 28. Ich habe ein bisschen was gemacht, ich habe ein bisschen gefarmt, habe hier und da ein paar Sachen eingeräumt, habe es ein bisschen schnuckeliger gemacht und habe das Gewächshaus fertig gemacht. Ich war aber nur an den Autobahnkreuzen tanken und so weiter und so fort. Heute steht alles nochmal in der Folge, Ziel ist Bauen und Erforschen und der Aufbruch, ich möchte gerne zur Sekte aufbrechen. Da möchte ich mich aber definitiv vorbereiten. Ich will nicht, dass ihr immer wieder Herzinfarkte kriegt, ne? Ganz klar. Hier habe ich ein bisschen was eingeräumt, ein Teppich liegt, ein paar Bilder habe ich aufgehangen. Hier hat er jetzt seinen Schrank bekommen, wo halt so ein paar wichtige Sachen drin liegen, die er brauchen. Essen brauchen wir nicht, habe ich gerade erst gemacht. Das möchte ich verkaufen. Die Waffe tue ich runter, von der möchte ich mich verabschieden. Ich finde sie nicht so gut. Hier haben wir so ein bisschen Zeug, ne? Da kann er rausgucken auf die Händlerin, ansonsten ist alles ganz cool. Hier lasse ich gerade Essen durch. Das nehme ich noch mit und hier habe ich das erste Mal eine schöne Meeresfrüchteplatte gemacht für den Großen. Also von daher sieht es erstmal ganz gut aus. Ansonsten ist alles ganz gut. Ich habe unten Wasser durchgelaufen lassen, habe hier ein bisschen Struktur reingebracht, habe so, ja, hier die drei Regale stehen und dann hier im Fass habe ich auch noch Material reingepackt. Also ich habe schon gut gefarmt und gesammelt. Ich denke mal, das geht ganz gut. Ein paar Angriffe habe ich überstanden, sagen wir es mal so. Es war zwar nicht einfach, aber es hat funktioniert. Die Typen werden immer heftiger. Also wir müssen uns auf jeden Fall, was das angeht, definitiv Gedanken machen, wie wir die Base verteidigt kriegen. Ja? Dazu aber erstmal später. So, wie gesagt, die Waffe tue ich hier rein. Dann habe ich was gefunden beim Aufräumen. Hier einen Helm und hier ein Repetiergewehr. Gewehr. Das würde ich gerne, ich sage es euch ganz ehrlich, warte mal, das tue ich jetzt mal kurz hier hin, weil wie gesagt, das ist die falsche Kiste, Krandl. Ich bin mit der Waffe unzufrieden. Ich werde auch mit rübernehmen die hier. Warte mal, wir machen das so und so, dann weiß ich, weil die gehört dazu. Genau, so machen wir es. Die Molotov-Cocktails, die würde ich gerne mit rübernehmen, dann auf die Insel. Aber wir möchten heute bauen und das werden wir jetzt mal kurz machen. Wir gehen an die Forschungsbank. Und da möchte ich definitiv das hier erforschen. Die Luftfüllstation möchte ich bauen. Amboss erstmal noch nicht. Dann die Wasserflasche möchte ich bauen. Die Reparatur brauche ich erstmal gesagt auch nicht. Das ist das, was ich bauen möchte, erforschen möchte. Und bauen möchte ich natürlich heute mit euch. Das Motorboot, ganz klarer Fall. Und hier, wo ist es? Die Waffenwerkstatt, ja. Die Rüstung haben wir ja, aber die Waffenwerkstatt möchte ich gerne mit euch bauen. Das ist das, was wir brauchen. So, wir gucken jetzt erstmal unten hin. Ich reiße mit euch jetzt auch das Boot draußen ab. Wo habe ich den Hammer? Da ist er. Das Boot wird draußen abgerissen werden. Da könnt ihr gleich mal gucken. Durst haben wir nicht. Ich habe alles hier. Hier ist Wasser drin zweimal. Guck mal. Da unten unser Gewächshaus ist ordentlich in Ordnung. Und hier das Boot werde ich jetzt einreißen. Was ich rausgefunden habe, wir können hier draufstehen. Es passiert nichts, ne? Dann will ich einen kleinen Test mit euch machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es machen soll oder nicht. Ich nehme das auf jeden Fall erstmal weg. So, das Boot ist weg. Wir haben bekommen nochmal Komponenten und Schrott. Damit ist das laute, ja, Drehboot der Geschichte. Hier habe ich zugemacht. Die Tür möchte ich gerne drin lassen. Hier sprießt schon mal die ersten kleinen, die ersten kleinen Samchen. Wie heißen sie? Die Baumwolle. Und man könnte jetzt das einreißen. Aber irgendwie finde ich halt, es hat Struktur und es gehört ja auch zum Spiel. Klar kann man es einreißen, das Dach würde jetzt nicht runterfallen, aber ich finde es irgendwie nice. So habe ich auch eine kleine Abgrenzung, wisst ihr? Immer schön hier dran. Hier haben die nächsten Zitronen. Und dann werde ich hier Stück für Stück das voll machen. Hier drinnen habe ich in der Holztruhe ja die Seeds und alles drum und dran. Holz nochmal. Das ist alles, was wir für die Gewächshausgeschichte brauchen. So. Also, fangen wir an. Wir bauen als allererstes unser Motorboot auf. Den Hammer kannst du jetzt schon mal weglegen. Wir brauchen Eisen 10-mal und 10-mal. Pass auf, hier habe ich drinne Benzin, das brauchen wir dann später. Die nehme ich jetzt mit. Dann brauchen wir 10-mal Gummi, das habe ich hier in dem Fass. Jetzt ruhig da rausnehmen können. 10-mal Gummi und 15-mal den Korn. Haben wir. Das heißt, unser Motorboot ist fix. Wir bauen unser Motorboot. Natürlich gehen wir da zum Anleger. Haben wir das erste schon mal abgeschlossen. Die Krabben laufen wieder normal. Yeah! Es kam ja wieder ein Update raus. Hahaha, dann schwimmen wir auch die Schildkröten nicht mehr auf dem Rücken. Ja, ist doch super. Das ist doch in Ordnung. So, pass auf.
Wir bauen unser Motorboot. Da ist es. Und wir legen es direkt hier dran. Das steht aber nicht so im Wasser, oder? Wir haben's. Es ist so geil. Der erste Fortschritt. Grantl, was sagst du? So, in die Kisten kommen natürlich immer Benzin. Treibstoff in Zügen 20 Benzin. Jo, Farbe ändern. Machen wir natürlich wieder blau. Wie wir es kennen. Sehr schön. Also, Motorboot fertig. Das nächste, was ich bauen will, ist eine Wasserflasche, denn ich möchte mir Wasser mitnehmen. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich verdurste. Unterwegs. Das wäre ungünstig. So, das heißt, wir brauchen Glas. Dann nehmen wir nochmal 5 Komponenten gleich mit raus. Pass auf, das machen wir auch gleich noch. Das Benzin. Nehme ich alles mit. Das kommt ins Boot. So, das Glas. Komponenten habe ich auch gefarmt. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann bauen wir uns. Ne, wir forschen die Wasserflasche. Und die können wir doch jetzt hier eigentlich dann bauen, oder? Beim Essensbereich? Ne. Im Inventar bestimmt. Im Inventar bestimmt. Ne. Also sag mal, wo ist denn hin? Da ist er. Boah, 6-mal Glas. Alter Schwede, okay. Dann hat sich das erstmal erledigt. Wir brauchen das aber für den fortgeschrittenen Reiniger. Da brauchen wir... Boah, wir brauchen jetzt einiges an... An Stahl, sehe ich gerade. Das sollten wir aber noch da haben. Wir nehmen die raus. Das wird, ey, das wird gar nichts, glaube ich, heute alles so werden. Aber ich denke mal, was wir erstmal haben, haben wir. Und wichtig ist für mich jetzt auf jeden Fall hier die Waffenwerkstatt. Dass wir damit da anständige Waffen hingehen. Haben wir jetzt 4? Wir haben Gott sei Dank 4 Stück da. Dann können wir die bauen. Sehr schön. Gott sei Dank haben wir die schon erforscht, da ich euch. So, einmal bauen. Die Waffenwerkstatt. Wo ist die groß? Alter Schwede, ist die groß. So, wir stellen sie natürlich direkt hier hin. Zack. Gebaut. Fertig. Dann brauchen wir noch 2-mal Stahl, 4-mal Stahl. Den können wir ja zusammen durchlassen. Komm mal her. Habe ich da noch Holz drin? Müsste ich ja, ne? Da wünschte ich mir halt, dass mehr reingeht, ne? Wie viel Holz habe ich noch drin? Hol dir mal Holz raus. Genau, und füll das hier auf. Sehr gut. Gut. Da habe ich jetzt keinen Stahl mehr drin, ne? Nee. Okay, dann müssen wir jetzt warten, bis der Stahl fertig ist. Dann bauen wir... Ne, wir gucken, was wir für das Gewehr brauchen. Tauchen gehen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir gucken mal rein. So, ihr habt mir geschrieben, dass die Desert Eagle so gut sein soll, ne? Das ist ja die hier. Da brauche ich 5 Stahlwaffenteile. Defector Desert Eagle. Die habe ich leider noch nicht, ne? Was können wir denn bauen? Gehen wir mal drauf. Wir können bauen. Die GP. Dann würde ich die erstmal mitnehmen. Und ich würde sagen, dass wir das alte Das alte Repetier bauen. So. Um das bauen zu können. Brauchen wir Holz, Metallteile und Stahl. Alter Schwede. Und die alte GP, die haben wir hier. Da brauchen wir auch nochmal Stahl. Wir brauchen einiges an Stahl, Freunde. Dann sollten wir vielleicht erstmal so in die Geschichte reingehen und Stahlherstellung betreiben. Dann ist es fast sogar möglich, dass ich mir einen zweiten Ofen noch schnell aufbaue. Es geht eigentlich recht schnell, ne? Oh. Hajo, du bist voll. Komm mal her. Bring mal das schnell, tank mal das Boot auf. Da weiß ich nicht. Dann gehen wir vielleicht doch nochmal tauchen heute. Oder wir gehen nochmal auf die Gummientenninsel. Da haben wir nämlich auch noch ein bisschen was vergessen. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen was machen. So, Treibstoff rein. Treibstoff ist drinne. Den restlichen Treibstoff tun wir hier rein. Zum Händler wollen wir. Dann packe ich das schon mal rein. So. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen durchgehen. Ich will jetzt hier nicht irgendwas vergessen, was dann wichtig ist. Aber ich denke, wir brauchen neue Waffenpower. Ich komme mit der anderen Pistole, ich komme mit der nicht klar. Vielleicht bin ich auch dazu blöd. Das kann ja möglich sein. Ne? So, die lasse ich drinnen. Das kommt rüber. Wir werden hier mindestens nochmal einen Stack brauchen.
machen es so. Und dann führen wir das auseinander. So. Ich brauche auf jeden Fall für die Waffen keine Komponenten. Gut. Ich brauche für die Waffen keine Komponenten. Dann tue ich das erstmal alles zurück. Sorry, dass das heute so ein bisschen baulastig ist oder forschungslastig ist, aber das müssen wir machen. Wir müssen da dranbleiben. Das kommt weg. Dann werde ich überlegen, ob ich drüben einiges verkaufe. Bei der Händlerin. Das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Wir brauchen das hier und das hier. Dann überlege ich gerade, ob ich das in das eine Fass drüben reinbaue mit den 8 und 5. Sollte man sogar alles da haben, ne? Ja. Okay, dann packen wir das jetzt erstmal rein. Hier unten rein, was wir brauchen zum Bauen. Die hier. Und das Glas, das kam sowieso hier rein. Das mache ich hier rein. So, jetzt kann er sich einmal den Fisch snacken. Draußen was trinken. Dann haben wir das erstmal. Das lege ich ins Boot jetzt gleich. Dann werde ich hier Sachen, die ich nicht brauche, wie die Axt eventuell oder Heilung. Heilung muss ich sowieso hier weg tun. Das muss ich hier drin haben, wenn ich mal Fettfinger. Das funktioniert nicht. Das ist kacke, wisst ihr? So, komm, dann gehen wir auch zur Händlerin verkaufen. Das packe ich jetzt nochmal schnell rein. So, dann haben wir da nämlich schon mal 2. Genau, komm, dann gehen wir verkaufen jetzt schnell. Ich werde beim Verkaufen das eigentlich erstmal nicht brauchen. Ich mache das leer. Dass wir alles mitgekriegen hier aus der Truhe. Und alles, was hier drin ist, nehme ich und will ich verkaufen. Dann gucke ich mal, was er uns gibt. Dann fahren wir das erste Mal mit unserem Motorboot rüber zur Händlerin. Da freue ich mich drauf. Ich habe alles jetzt bedacht. Ja, es kann ja nichts passieren, ne? Und dann fahren wir am Ende der Folge nochmal zur Gummientencheninsel. Machen da alles clear. So, fahren. Gott, ey, ist das cool. Yo! Ja, guck mal. Wenn das kein Fortschritt ist, lieber Grandelbart, dann weiß ich es aber auch nicht. Sehr, sehr geil. Ich glaube, ich habe die 2 Jacken jetzt vergessen, aber das ist jetzt nicht schlimm. Weil die Gummientencheninsel, lass mich kurz gucken. Das war doch hier. Wo ist denn die? Hier. Da haben wir nur 69%. Das heißt, da ist noch einiges an Loot. Das holen wir uns natürlich, ne? Komm, das ist auch gar nicht so teuer in der Unterhaltung. So, Mäusle, ich grüße dich. Ich habe einiges für dich heute. Ja, ja. Passen Sie mal auf. Das kannst du alles haben hier, Mausel. So, dafür möchte ich haben. Die auf jeden Fall ist ein Deal. Sehr, sehr geil. Glas. Oh, wow. Okay. Dann machen wir den ersten Deal fix. Zack. Yo, Baby. Dann will ich weiter hier rein. Brauche ich so viel Glas? Ich bin gerade am überlegen. Ja, was ich habe, habe ich, ne? So, Deal. Was möchte ich noch haben? Die brauche ich nicht. Der Roller wäre natürlich mega geil, ne? Oh, den kriegt man. Oh, den kriegt man, Freunde. Jo, das müssen wir so machen. So, was kriege ich dafür noch? Ich glaube nichts mehr, oder? Holz. Ein Holz würde ich nehmen. Ja, komm. Oh, das hat sich gelohnt, Freunde. Wir haben unseren Unterwasserroller. Ist es nicht geil? Wir haben den Unterwasserroller. Wir haben Glas. Wir haben Antibiotika zum Heilen. Es ist geil.
Es ist geil, das sind Händlerfreuden. Da muss ich auch mal klatschen. Rachel, ich bin sehr zufrieden mit dir. Das hat super funktioniert. Jo, und da können wir doch den Kühlschrank noch aufbauen, oder? Boah, wie ich es liebe. Und dann gehen wir mit der Armbrust jetzt gleich rüber. Nee, ich habe die Jacken hinten drin gehabt. Im Händler, im Boot. Dann reicht doch mir aber auch ein Stack Benzin in 20er, oder? Da muss ich doch so viel gar nicht mitnehmen. Boah, das lässt sich auch so schön koordinieren hier. Das Ding. Komm mal her. Gib mir mal die Jacken wieder mit. Ja gut. Das kannst du sowieso so lassen. Boah, wir haben den Unterwasserroller. Den packe ich auf jeden Fall hier rein. Oder kann ich den hier draufziehen irgendwie? Den muss ich dann auslösen hier unten drauf, ne? Ja. Und der braucht Benzin oder was? Was hat denn der da für einen Balken? Der hat keine Batterie. Oh, wow. Schwimme ich ohne den besser? Oh, okay, der braucht eine Batterie. Aber wir haben den erstmal. Das ist ja erstmal egal. Also da könnt ihr gerne mal schreiben, wenn ihr den selber schon mal benutzt habt. Ob ich da jetzt einen Denkfehler habe oder ob ich irgendwas beachten muss oder ich weiß es nicht genau. Seid ihr da? Habe ich euch zugeschaltet? Ich bin hier voll am Planen jetzt gerade, am Strukturieren. So, Mäusle. Mäusle, Bübchen. Mach mir hier mal deine Jacken rein. So, dann gehen wir hoch. Dann packen wir den erstmal oben rein. Was wir haben, haben wir. Das ist ja erstmal wichtig, ne? Ah, es ist schon heimlich hier. So, so und so. Die werde ich nicht brauchen, glaube ich, drüben. Den mache ich so weg. Da habe ich Heilmittel sowieso da. So, Kühlschrank. Wenn wir können, dann machen wir auch. An der. Der war hier drin, ne? Können wir bauen. Dann bauen wir uns den Kühlschrank noch auf. Oh, das finde ich geil. Oh, das finde ich richtig cool. Nimm das hier gleich hier raus wieder. Pack wieder eins rein. So, das hast du dir ja weggepackt. Das kannst du dir auch irgendwo hinstellen. So, pass auf, das eine Holz schiebst du hier rein. Okay. Ja, cool. Dann bin ich da aber auch sehr zufrieden. Dann gib mir das mal gleich her. Das Glas braucht man nicht. 19 Glas, sehr, sehr nice. Ja, aber dann bauen wir uns den Kühlschrank auf. Den würde ich dann doch schon gerne haben. Wir haben ja nicht umsonst gelernt und der kommt hier oben hin. Ich habe übrigens hier einen kleinen Hack gefunden. Wenn ich hier durchgucke, kann ich Holz nehmen. Es ist so gut. Es ist so ein kleines Ding, was mich so freut. So, wir bauen unseren Kühlschrank. Jo, genau. Genau neben den Herd. Ja, warte mal. Was, wenn ich so ganz in der Wand drin stecken? So ist er geil. Hör mal auf zu wackeln. Handel. Dankeschön. Ja, wie gut. Ach, ich freue mich. Das ist natürlich geil. Lebensmittelbehälter, da machen wir das Frischfleisch, alles da drüben rein. Ne, Obst und Gemüse bleibt nicht. Die Würmer können auch, kommen da auch drüben rein. Dann haben wir das. Ja, ein bisschen wollen wir es ja schon, ne, zelebrieren hier. So, machen wir den Fisch mit dem Red Snapper weg. Und die Würmer sind hier unten rein. Ist es geil. Ja, ist es schon. Dann gehen wir die zwei Schluck trinken und dann gehen wir ab auf die Gummientensinsel. Das packe ich wieder weg. So. Dann haben wir schon fast das erste Gewehr. Habt ihr das gesehen? Gib mir mal das hier. Das gibst du mir mit. Und das gibst du mir mit, die Heilung. Ich ziehe die jetzt da drauf. Ne, warte mal, wir machen das so. So und so. Die Heilung setze ich hier oben hin und das tue ich dahin. Die brauche ich jetzt nicht. Da gibst du mir einfach einen mit. Warte mal, einen möchte ich bitte. Pfeilen auf 1. Den schmeißen wir noch drüben rein. Den Verband nehme ich mit. Dann habe ich nur das obere Stack voll. Das ist okay.
Ich denke mal, das werdet ihr mir verzeihen. Sehr geil. Wir haben auf jeden Fall... die 4 für die GP. Das ist gut. Dann können wir uns die definitiv bauen. Und dann gehen wir morgen los mit der Waffe. Mal gucken, was wir vielleicht noch finden. 15 oder 55. Alter Schwede. Die Zeit verrennt hier, ne? So, trink mal. Trink dich ruhig satt. Musst du essen? Eigentlich noch nicht, oder? Ja. Dann ist alles gut. Dann haben wir hier was voll. Läuft. Den Hammer könnte ich hier lassen. Den Hammer werde ich ja da drüben jetzt nicht brauchen. Dann habe ich wieder einen Platz gewonnen hierfür. Heilung, Heilung. Zack, zack, zack. Den Speer lasse ich mit. Falls wir noch ein Hai treffen. Ja, dann fahren wir rüber auf die Gummienteninsel. Machen da nochmal einen schönen Loot-Abschluss. Und dann geht es rüber in die nächste Folge. Dann bauen wir uns morgen die neue Waffe auf. Eventuell kriege ich sogar hin, dass wir sogar noch das Repariergewehr mitkriegen. Ja. So mehr ich es sage, umso besser klingt es dann irgendwann. Und dann fahren wir jetzt schnell zum Gummienten. Die da drüben würde ich ja auch gern machen, ne? Vielleicht sollten wir auch erst dorthin. Haben wir die schon entdeckt? Das sind ja nicht die Autobahnpässe, oder? Vielleicht sollten wir bei der da drüben üben. Das waren doch die Sklavenhändler, oder? Dass wir bei der da drüben üben. Und die Sekte machen wir dann, wenn wir uns eigentlich wohlfühlen. So, ich denke, hier hängt eigentlich nur noch einer drauf, den wir damals leben lassen haben. Alter, wenn ich überlege, die Anfänge und so, ne? Das war schon krass. Das war schon richtig nice, ey. So, wir looten natürlich alles, was hier auf der Insel ist. So, Krandl, geht's dir gut? Auf geht's. Da unten, Algen nehme ich auf jeden Fall super gerne mit. Unter Wasser nicht verwendbar, das ist ja nicht schlimm. Algenheilung, alles gut. So, wir gucken natürlich alles durch. Hier oben die Stühle, weiß ich nicht, ob wir die kaputt machen können. Dann würde ich nämlich, wenn die hier, ja, wenn die hier clear ist, würde ich nämlich hier auch das als Holzkessel holen. Weil ich brauche viel Holz für meine Gewächshausgeschichte. Sieht aber gut aus. Ist okay. Das ist sehr okay. Hier will ich gerade, ob ich aus denen schon mal Stoff mache gleich. Dann habe ich das nämlich gleich wieder free. So, nimm ruhig aber das Ding hier. Wir müssen es ja nicht drauf ankommen lassen. Ne? Hier haben wir nochmal ein bisschen... Hier unten war auf jeden Fall der Typ. Ja. Hat er uns jetzt schon gesehen, schon wieder? Nicht wahr sein, oder? Boah, ich bin so gespannt, wenn dann hier auch mal die ersten Schlangen einziehen auf so einer Insel oder so. Oder Krokodile. Das wäre ja mega geil. So ein Biom wäre halt mega cool. So ein Wüstenbiom. Wo es halt auch Schwefel gibt und so. Ich weiß, dass hier einer war. Der war auch... Wir haben ja hier einen leben lassen. Sag mal, seht ihr den? Da. Du bist der letzte Überlebende, ne? Alter, tut mir echt leid. So, das war's. Hey, die Insel ist free. Einen haben wir überleben lassen. Lang genug konnte leben. Normalerweise hätte man auch lassen sollen, oder? So als Kumpel, als Buddy. Was natürlich auch, was ich auch gerne wüsste, wäre, ob die Möglichkeit bestünde, dass man sich irgendwann NPCs holt. So, dann ist die hier halt auch clear, ne? Dann holen wir uns jetzt die ganzen Sachen hier noch raus. Dann haben wir doch eine schöne Folge heute schon mal wieder gehabt. Muss ich doch ehrlich mal zugestehen. Da kann ich mich doch auch mal loben. Nichts passiert, wir haben gebaut, wir sind auf jeden Fall, haben geforscht, sind technisch-mäßig absolut vorangegangen. Oh, ich werde jetzt hier auf jeden Fall die Insel komplett abnehmen.
Dann packe ich das Boot voll. Hier kriegt man genug Holz. Das Metall will ich später holen. Holz ist jetzt gerade erstmal wichtig. Wie gesagt, das Gewächshaus. Und dann können wir uns demnächst sowieso bald selbst versorgen. Was ich halt auch sehr, sehr geil finde. Weil so ein Pflanzenbeet braucht, glaube ich, richtig viel an... Ein Stoff, guck mal. Also Stoff brauchen wir auf jeden Fall jetzt einiges, bis ich da alles voll habe. Das ist aber auch schon mal ganz cool. Guck mal hier. Haben sie schon angefangen für uns. Ich glaube, das ist noch damals von dem Backen. Boah, ich bin so froh, dass wir das Motorboot haben, Freunde. Das ist einfach nur so geil. Kartoffelchen! Jo, dann überlege ich gerade, ob ich nicht noch ein paar Stacheln dran mache, weil wir werden jetzt also noch ein paar Angriffe kriegen. Also ich rechne eigentlich jeden Tag damit. Ich glaube aber, irgendwie kriegen wir es immer so hin, dass wir gerade dann aufbrechen, wenn die vielleicht eventuell kommen, weil die kommen ja, glaube ich, erst nachts oder früh, ne? Und wenn wir nicht auf der Insel sind, bei uns, dann kommen die auch nicht. Sehr, sehr cool. Schöne Folge. Mir hat es sehr gut gefallen. Wir kommen Stück für Stück daran, wo wir hin wollen. Unsere neue Waffe können wir bauen, wenn wir nach Hause kommen. Ich hoffe, wir haben auch Munition dafür da. So. Ja, wie gesagt, ich packe das jetzt hier alles ein. Würde euch dann morgen abholen. Die nehme ich jetzt einfach mit. Die nehme ich mit. Ganz klarer Fall. Das brauche ich nicht. Das tue ich jetzt rüber. Das Wasser kannst du trinken. Da habe ich nochmal Holz. Daraus machen wir uns dann Medizin. Die Würmer und die Kartoffeln. So. Ja, ich hacke jetzt hier einfach noch ein bisschen das Zeug weg. Ich denke mal nicht, dass ich erfrieren werde. Vielleicht müsste ich mir auch mal überlegen, bald eine neue Jacke zu kaufen. Oder zu craften. Vielleicht sollte ich mir auch einfach die Jacke anziehen. So kurzärmlich da rumrennen, ne, Grandel. Aber es ist ja auch nur die harten kommen in den Garten. Das denkt er sich ja immer. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus hier? 100%. Die haben sie komplett gelootet. Ihr Lieben, dann gehe ich rüber in die nächste Folge. War sehr, sehr schön. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass wir jetzt erst so richtig loslegen. Aber eigentlich würde ich... Ja, dann testen wir doch morgen einfach mal diese eine Insel da drüben. Oder? Warum nicht? Wir bauen uns da ein Bett auf, falls was schief geht, und dann gehen wir da einfach rüber. Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis bald.